Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die spanische Regierung bemüht sich, das Verhältnis zur Opposition im Lande zu entkrampfen. Sie setzte heute den verhafteten Führer der kommunistischen Partei Carrillo wieder auf freien Fuß. Carrillo wurde gegen Kaution entlassen. Mit ihm kamen weitere 7 führende KP-Mitglieder frei. Ihnen war illegale politische Betätigung vorgeworfen worden, weil die KP in Spanien nach wie vor verboten ist. Die Verhaftung der Kommunisten vor 8 Tagen hatte die Gespräche zwischen der Regierung und den legalen Oppositionsgruppen über die Vorbereitung der geplanten Parlamentswahlen gefährdet. Die Delegation der Opposition hatte protestiert und beschlossen, erst nach Freilassung der Inhaftierten mit der Regierung zu verhandeln. Die vorläufige Haftentlassung für Carrillo und seine Haftgenossen ist aber keine Amnestie. Der Prozess gegen sie wird weiter vorbereitet. Möglicherweise wird das Verfahren aber erst nach den Wahlen stattfinden. Vor dem Carabanchel-Gefängnis im Süden von Madrid warteten Journalisten und Angehörige auf die Freilassung des 52-jährigen KP-Führers. Carrillos Frau Carmen zeigte sich über die Entscheidung des Gerichts überrascht. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, erklärte sie. Um 15 Uhr verließ Carrillo, der im Bürgerkrieg Sekretär der Vereinigten Sozialistischen und Kommunistischen Jugend war und seit Francos Sieg im Exil lebte, in einer schwarzen Limousine das Gefängnis. Ein kurzes Winken, Applaus bei Angehörigen und Journalisten. Wenig später verließen auch die 7 anderen KP-Funktionäre das Gefängnis. Überraschend für Beobachter war die geringe Höhe der Kaution. Der Untersuchungsrichter hatte vor der Entscheidung den spanischen Justizminister konsultiert. Noch gestern Abend hatten Tausende vor dem Justizministerium in Madrid in Sprechchören Freiheit für Carrillo gefordert. Die Polizei ging mit Rauchbomben und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor und trieb sie in Nebenstraßen. In mehreren anderen Städten des Landes soll es ebenfalls zu Protestkundgebungen gekommen sein. Nach Angaben der Behörden wurden keine Verhaftungen vorgenommen. Bei einem anderen innenpolitischen Problem, der Entführung des spanischen Staatsratspräsidenten Oriol, sieht sich die Regierung inzwischen mit einem weiteren Ultimatum der Kidnapper konfrontiert. Darin fordern die Entführer noch einmal, alle politischen Gefangenen freizulassen. Als Frist nennen sie den 2. Januar. Sollte ihre Forderung bis dahin nicht erfüllt werden, wollen sie Oriol töten. Allerdings ist nicht ganz sicher, ob das neue Ultimatum tatsächlich von den Kidnappern kommt, die vermutlich zur linksextremen Organisation Grapo gehören. Chinesische Armeeeinheiten haben nach Berichten aus Peking monatelangen Unruhen in der Stadt Baoting ein Ende gemacht. Ein Regierungssprecher bestätigte heute, dass in der Stadt, die knapp 500.000 Einwohner hat, chaotische Zustände geherrscht hätten. Klassenfeinde, so hieß es, hätten Waffenlager und Banken geplündert, Fabriken in die Luft gesprengt und Militärfahrzeuge gestohlen. Für die Unruhen werden Anhänger der sogenannten Viererbande um die geächtete Witwe von Mao gemacht. Über den genauen Zeitpunkt und die Dauer gibt es in den Berichten aus Peking allerdings keine Angaben. Der britische Vorsitzende der Genfer Rhodesien-Konferenz, Richard, ist heute zum Auftakt seiner Vermittlungsmission in Sambia eingetroffen. Richard, der sich erneut zuversichtlich über die Aussichten für eine Lösung des Konflikts äußerte, betonte zugleich, London werde keine Soldaten nach Rhodesien während der Zeit der Machtübergabe entsenden. Im Nordosten Rhodesiens, an der Grenze zu Sambia, haben schwarze Nationalisten gestern mehrere Dörfer angegriffen. Dabei seien 21 Menschen getötet worden, heißt es in offiziellen Berichten der Regierung in Salisbury. Viele Bewohner wurden verletzt. Die Guerillakämpfer hätten die Dörfer mit Granaten und automatischen Waffen beschossen und anschließend die Hütten in Brand gesteckt, ohne dass die Menschen ihre Habe hätten retten können, wurde weiter in Salisbury mitgeteilt. Nach den Angreifern wird im gesamten Grenzgebiet gesucht. Die Bundesregierung hat heute noch einmal in einer Protestnote an die DDR die Ausweisung des ARD-Korrespondenten Lothar Löwe verurteilt und gleichzeitig Ost-Berlin aufgefordert, die Entscheidung zu überprüfen. Nach Ansicht Bonns verstößt die Ausweisung sowohl gegen die Vereinbarungen zwischen den beiden deutschen Staaten als auch gegen die Schlussakte der Konferenz von Helsinki für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Weiter heißt es in dem Schreiben, es liege im Interesse beider Seiten, nachteilige Belastungen der Beziehungen zu vermeiden. Staatssekretär Gauß, der ständige Vertreter Bonns in der DDR, hat die Protestnote heute Morgen im DDR-Außenministerium in Ost-Berlin übergeben. Gleichzeitig wurde der Geschäftsträger der DDR-Vertretung in Bonn ins Bundeskanzleramt gerufen und über den Protest unterrichtet. Gauß sprach in Ost-Berlin 20 Minuten mit dem zuständigen Abteilungsleiter Seidel. Der Protest, den ich
schriftlich heute im Auftrag der Bundesregierung übermittelt wurde, habe, ist von der DDR zurückgewiesen worden. Ich habe die Protestnote erläutert im Gespräch und werde jetzt zunächst der Bundesregierung berichten. Haben Sie den Eindruck, dass sich andere neue Umgangsformen im Umgang mit Journalisten aus westlichem Ausland einbürgern? Diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht. Meinen Sie, dass die Deutschlandpolitik nach diesem Fall weitergehen wird, wie es erwartet worden ist? Ich gehe davon aus, dass beide Seiten Interessen haben, die zu befriedigen im beiderseitigen Interesse liegen. Und insofern wird diese Politik so schwierig bleiben, wie sie ist, aber sie wird weitergehen. Sehen Sie denn die Chance für eine neue Entwicklung im Fall Lothar Löwe? Ich möchte mich zum Fall Löwe hier nicht äußern, sondern dieses jetzt der Bundesregierung übermitteln, was das Gespräch ergeben hat. Nach Ansicht der CDU-CSU-Opposition haben die Beziehungen zwischen Bonn und Ost-Berlin einen Tiefstand erreicht, der mit Normalisierung und guter Nachbarschaft nichts mehr zu tun hat. Im Zusammenhang mit der Ausweisung Löwes forderte der CDU-Abgeordnete von Wrangel die Bundesregierung auf, sich gegenüber der DDR nicht auf bloße Proteste zu beschränken. Die Arbeitnehmer in der Metallindustrie von Baden-Württemberg sollen vorläufig keine Überstunden mehr leisten. Dazu sind sie heute von ihrer Gewerkschaft aufgefordert worden. Anlass ist das Angebot der Arbeitgeber bei den gestrigen Tarifverhandlungen. Mit 4,75% Lohn- und Gehaltserhöhung ist es nur etwa halb so hoch wie die Forderung der Gewerkschaft. Bis zu einem befriedigenden Tarifabschluss sollen nun die Arbeitnehmer Überstunden verweigern. Der Bezirksleiter der IG Metall, Stein Kühler, begründete diese Empfehlung im Einzelnen so. Werden den Arbeitgebern nach ihren eigenen Aussagen dadurch Kosten erspart? Zweitens können die Arbeitnehmer dadurch höhere Lohnerhöhungen erhalten, als wenn sie die Überstunden leisten würden. Drittens können die Arbeitnehmer dadurch bei gleicher Arbeitszeit mehr Geld oder bei geringerer Arbeitszeit dasselbe Geld verdienen. Und viertens ist dies auch eine solidarische Haltung gegenüber den arbeitslosen Kolleginnen und Kollegen, denn jede geleistete Überstunde birgt in sich tendenziell die Gefahr, dass arbeitslose Arbeitnehmer dadurch keine Chance auf einen neuen Arbeitsplatz erhalten. Die Zahl der Arbeitslosen ist wie üblich in diesem Monat weiter gestiegen. Aus der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg war heute zu erfahren, dass es Ende Dezember wieder mehr als 1 Million Arbeitslose gibt. Der Preisanstieg hat sich im Dezember leicht erhöht. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden waren die Lebenshaltungskosten um 3,8 bis 3,9% höher als vor einem Jahr. Im November waren es 3,7%. Eine Beruhigung der Preisentwicklung erwartet der Präsident der Deutschen Bundesbank Klasen für das nächste Jahr. Gegenüber der deutschen Presseagentur sagte Klasen, 1977 würden die Preise im Jahresdurchschnitt um höchstens 3,5% steigen. Bei den monatlichen Teuerungsraten sei sogar eine 2 vor dem Komma nicht unmöglich. Der niedrigere Preisanstieg muss nach Ansicht des Bundesbankpräsidenten auch bei den bevorstehenden Lohnabschlüssen berücksichtigt werden. Für 3 tschechoslowakische Elternpaare, die seit dem sogenannten Prager Frühling von 1968 in der Bundesrepublik leben, gab es heute auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen ein Wiedersehen mit ihren Kindern. Hat ein Ende. Seit Jahren bemühen sich die Eltern bei den Behörden der GSSR um die Ausreise der Kinder. Bis zum Sommer dieses Jahres ohne jeden Erfolg. Im August schließlich bat auch die deutsche Botschaft in Prag, die Behörden der GSSR dieses humanitäre Problem zu lösen. Auf Verträge und Abmachungen konnte man sich nicht berufen. Der sogenannte humanitäre Briefwechsel zu den deutsch-tschechischen Verträgen betrifft nur die, wie es im Vertrag heißt, deutschstämmigen Kinder. Die Eltern der heute eingetroffenen Kinder jedoch sind Bürger der GSSR, die in der Bundesrepublik Asyl bekommen haben. Im Oktober hielt die Botschaft in Prag eine Antwort. Die Regelung solcher humanitären Fälle soll eingeleitet werden, so das Außenministerium der GSSR. Kurz vor Weihnachten endlich kam aus Prag die Nachricht, dass 25 Kinder zu ihren Eltern ausreisen dürfen. Die heute in Frankfurt eingetroffenen 3 Kinder waren die ersten, die tatsächlich kamen. 700 andere Elternpaare warten auf die Ausreiseerlaubnis ihrer Kinder. Bei der Fahndung nach den Entführern des industriellen Sohnes Richard Oetker hat die Polizei trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung noch immer keine heiße Spur. Der einzige Lichtblick in diesem Entführungsfall, der Gesundheitszustand von Richard Oetker, der in dieser Klinik liegt, hat sich weiter gebessert. Die Nahrungsaufnahme erfolgt nun bereits durch den Mund. Lähmung und Lebensgefahr sind gebannt. Aber ansonsten scheint man noch im Dunkeln zu tappen. Einen großen Schritt nach vorne
hat die Sonderkommission der Polizei offenbar noch nicht getan. Man sucht immer noch den Käufer dieses Fahrzeugs, in dem Richard Oetker schwer verletzt aufgefunden wurde. Auch die beiden anderen Spuren, die Wolldecke aus dem Opel Commodore und dieser Aluminiumkoffer, der dem gleicht, in dem das Lösegeld übergeben wurde, brachten für die Beamten noch keine konkreten Hinweise. Seit einigen Tagen liegen nun an allen deutschen Banken die Nummern der 1000-Mark-Scheine auf. Im Original ist dies ein 19 Meter langes Stück Papier, gespeichert mit 21.000 Geldscheinnummern. Bisher wurde allerdings noch keiner gefunden. Diese 1,20 Meter mal 41 Zentimeter große Holzkiste, in der man den Entführten zwei Tage lang gefangen hielt und die nach den Erinnerungen von Oetker gezeichnet wurde, soll nun der Polizei bei der Fahndung weiterhelfen. Es sind ja nun, Herr Präsident, zwei Wochen seit der Entführung vergangen. Geht die Münchner Polizei nun konkreten Spuren nach? Wir haben zwischenzeitlich 654 Hinweise darüber. Darunter sind natürlich auch ganz konkrete Spuren, die vor allem die sich im Umfeld von Verdächtigen bewegen. Ein Verdächtiger, Herr Grashey, ist ja noch in Untersuchungshaft. Wie stark hat sich hier der Verdacht erhärtet? Nun, der Verdacht und die Verdachtsmomente waren immerhin aufgrund auch von Gegenüberstellungen so stark, dass der unabhängige Richter einen Haftbefehl erlassen hat. Aber für uns ist es nunmehr wichtig, aus diesem Umfeld des Herrn Grashey nähere Einzelheiten zu erfahren. Ist es eigentlich der einzige Verdächtige, der zurzeit in Untersuchungshaft ist? Das ist der einzige Verdächtige, der in Untersuchungshaft ist. Und wie viel werden überprüft? Überprüft werden alle Hinweise, die gegeben worden sind, und alle je nach Prioritäten und je nach Verdachtsmomenten. Die Bundesbürger haben in den letzten 12 Monaten mehr Bier getrunken. Genau gesagt 149,9 Liter pro Kopf der Bevölkerung, also 1,2% mehr als ein Jahr zuvor. Mit Schuld daran war der heiße Sommer. Für die Silvesternacht hat die Polizei verstärkte Kontrollen angekündigt, um alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Allein in Nordrhein-Westfalen sollen 3000 Beamte zusätzlich helfen, den Rutsch ins neue Jahr auf den Straßen sicherer zu machen. Wie gefährlich auch ein kleiner Schluck sein kann, zeigt dieses Beispiel. Schon bei 0,5 Promille ist die Wahrscheinlichkeit, einen tödlichen Unfall zu verursachen, 2,5-mal so groß wie in nüchternem Zustand. Ebenfalls zu Silvester eine Warnung vor unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerkskörpern. Zum ersten Mal werden in diesem Jahr bestimmte Knaller und Raketen bundeseinheitlich nur an den drei letzten Tagen des Jahres verkauft. Wegen der Verkaufsbeschränkung befürchtet ein Großteil der pyrotechnischen Industrie ein deutliches Umsatzminus gegenüber dem Vorjahr. Die Bestellungen des Handels waren jedenfalls vorsichtig bis sehr zurückhaltend. Zum Jahreswechsel 75-76 hatten die Bundesbürger noch um die 70 Millionen Mark für das Vergnügen am privaten Feuerwerk ausgegeben. Wie in jedem Jahr endete dieser Spaß für ein paar tausend Amateurfeuerwerker mit teilweise lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Hersteller, Organisationen und Behörden, wie hier die Hamburger Feuerwehr bei einer Vorführung, appellieren deshalb eindringlich an alle Benutzer von Feuerwerkskörpern, äußerst vorsichtig und auch rücksichtsvoll zu sein. Hier einige Grundregeln, die unbedingt befolgt werden sollten. Kinder dürfen auch Tischfeuerwerke nur unter Anleitung und Aufsicht von Erwachsenen abbrennen. Feuerwerkskörper auf keinen Fall in der Hand zünden, Knaller auf den Boden legen und nach dem Anbrennen der Lunte mindestens 3 Meter Abstand nehmen. Raketen in Flaschen stellen und senkrecht nach oben ausrichten. Die meisten Artikel dürfen nur im Freien verwendet werden. Die Benutzung in Räumen ist äußerst gefährlich. Schwere Verletzungen und Brände sind also oft die Folgen dieses Missbrauchs von Feuerwerkskörpern. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen. Freitag, den 31. Dezember, heute wieder mit Hinweisen für Wintersportler. Der Hochdruckeinfluss über Deutschland schwächt sich langsam ab, wobei der Ausläufer eines umfangreichen Tiefs bei den britischen Inseln allmählich von Westen her auf den Norden und Westen Deutschlands übergreift. Die Vorhersage für morgen. Im Westen und Norden Deutschlands Bewölkungsverdichtung, jedoch nur im Küstengebiet leichte Schneefälle, in Schneeregen übergehend. Allgemein erhöhte Gefahr von Straßenglätte. Im übrigen Gebiet gebietsweise, vor allem nachts und morgens, Nebel oder Hochnebel, sonst leicht bewölkt bis heiter. Nächtliche Tiefstemperaturen im Westen und Norden minus 5 bis minus 10 Grad, Höchsttemperaturen zwischen minus 3 und plus 2 Grad.
sonst Tiefstwerte minus 10 bis minus 15, örtlich unter minus 20 Grad. Höchstwerte zwischen minus 8 und minus 3 Grad. In Bayern auch noch kälter. Schwacher, an der Küste mäßiger bis frischer Wind aus Ost bis Süd. In den Mittelgebirgen westlich des Rheins und im Taunus liegen nur dünne Schneedecken. Hier ist kein Wintersport möglich. Aus dem Sauerland, dem Harz, der Rhön und dem Vogelsberg werden gute Sportbedingungen gemeldet. Südlich der Mainlinie werden allgemein gute bis sehr gute Schneeverhältnisse angetroffen. In den Alpen sind durchweg Abfahrten bis in die Täler möglich. Folgende Gesamtschneehöhen wurden heute früh gemeldet. Harz 20 bis 40 cm, Hoher Meißner, Habichtswald um 15 cm. Sauerland, Ebbegebirge 25 bis 45 cm, Eifel unter 10, Westerwald um 15 cm. Hunsrück, Taunus unter 10 cm, Vogelsberg 10 bis 20 cm, Rhön 10 bis 22 cm, Odenwald 10 bis 15 cm. Je nach Höhenlage im Schwarzwald 20 bis 70 cm, Schwäbische Alb 10 bis 20 cm, Schwäbischer Wald, Frankenwald, Fränkische Schweiz 10 bis 25 cm, Fichtelgebirge, Steinwald 15 bis 35 cm, Oberpfälzerwald 15 bis 25 cm, Bayerischer Wald, je nach Höhenlage, 25 bis 110 cm, Bayerische Alpen unterhalb 1000 Meter, 40 bis 80 cm. Von 1000 bis 1600 Meter, 60 bis 120 cm, oberhalb 1600 Meter, 100 bis 230 cm. In den nächsten Tagen fließt aus West bis Südwest zunächst kühle, dann zunehmend milde Meeresluft nach Deutschland. Dabei werden in den Mittelgebirgen Schneefälle erwartet. Sie können teilweise in Regen übergehen.